Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Banjo-Kazooie. Ja, neue Aufnahmesession von meinerseits. Ich versuche immer so eine Aufnahme zu machen. Moment. Das können wir übrigens wieder einsammeln, wenn es hinten rauskommt. Kein Problem. Rito ein bisschen komisch. Folgendermaßen, neue Aufnahmesession, wo ich das Ganze aufnehme. Das heißt, wir starten dann immer wieder am Anfang. Auch mit vollem Leben. Ich versuche es immer so zu machen, dass ich eine komplette Welt spiele in einer Aufnahmesession. Je nachdem, wie lange das dann halt dauert, sind es mal 2 oder 3 Folgen. Wahrscheinlich jetzt dann bei der nächsten 3 Folge könnte es sein. Man startet dann immer wieder am Anfang beim Game und ja, jetzt sind wir wieder zurück erstmal. Wir haben ja in der letzten Folge dementsprechend die Sprungblätter freigeschaltet und damit kommen wir jetzt dann zum nächsten Level. Hier haben wir es schon. Und zwar können wir jetzt hier die Puzzleteile einsetzen. Jetzt brauchen wir mittlerweile schon 5 Puzzleteile. Ist aber kein Problem. Wenn du alle Teile auf einmal in das Bild einfügen willst, drücke den Z-Trigger. Gut. Drück mal Z. So, jetzt sehen wir auch gleich, wo die Map sich befindet, beziehungsweise die Welt sich befindet. Da geht jetzt das Türchen auf. Sehr schön. Glunkers Cavern. Ist die neue Map, die wir jetzt dementsprechend freigeschaltet haben. 15 Puzzleteile haben wir noch, da wir momentan alles wirklich zu 100% abgeschlossen haben. So, wir gehen jetzt einmal zurück, beziehungsweise zur Treasure Cove Company. Wir sammeln aber schnell nochmal die Eier hier ein. Den Teekessel haben wir ja auch schon, oder den Pot haben wir ja auch schon gefunden, den Kessel, mit dem man dann Schnellreisen machen kann. Brauchen wir momentan noch nicht, beziehungsweise können wir noch gar nicht haben, nämlich nur momentan einen. Ich glaube doch, müssen wir hier durch. Wie kommen wir denn zurück? Wir müssen, glaube ich, doch hier durch. Es ist so ein bisschen, man muss sich immer ein bisschen zurechtfinden. Ah, guck mal, hier sind wir richtig. So, folgendermaßen. Wir haben hier oben haben wir noch eine Tür. Ich glaube, die brauchen wir momentan noch nicht. Euer Ende. Ich, klar, sehe, ihr seid Würmer. Ich bin die Krähe. Gut. Nett, dass sich Grundhilde auch mal wieder gerade gemeldet hat. So, wir können hier... Also, wir sind ja momentan in Spiral Mountain unterwegs, Grundhildas Reich. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich durch andere Welten durchzukloppen. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, richtig sein. Genau, hier sind wir richtig. Hier vorne ist der Eingang. Glunkers Cavern haben wir hier vorne. So, hier haben wir einen Schalter. Den können wir logischerweise auslösen. Die Welt haben wir bereits geöffnet. Und so kommen wir jetzt dann dementsprechend weiter. Ist immer letztendlich so gemacht, dass man ja unter anderem eben Noten braucht für die Türen oder auch beispielsweise spezielle Moves braucht, damit man überhaupt die Welt betreten kann. Das ist so ein kleiner Sicherheitsmechanismus, damit man überhaupt sich zurechtfindet. Guck mal, jetzt haben wir hier das Ding noch rausgefahren. Das heißt, wir kommen jetzt hier hoch an der Seite. Und da oben ist beispielsweise, Grundhildas Schwester haben wir wieder, die war Infos für uns hat. Das werden wir uns... Schauen wir uns das gleich an. Ah komm, das machen wir noch davor. Das machen wir gleich noch mit. Gehen dann wieder zurück und danach geht's in die neue Welt. Die wir logischerweise wieder versuchen zu 100% abzuschließen. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Es ist teilweise ein bisschen tricky. Teilweise fehlt dann eine Note oder sowas, die man irgendwo übersehen hat. Und man kann sich da echt einen Wolf suchen. Habe ich nicht wirklich vor. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ah, guck mal, das ist ein nächster Schalter. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Denn man kriegt leider die Kamera jetzt nicht hinter Banjo gedreht, sodass man hier einfach so drüber laufen kann. Geht aber. So, hier haben wir den nächsten Schalter. Oh, der macht das Türchen auf. Da gehen wir jetzt auch gleich weiter. Ich weiß allerdings nicht, ob wir da zur nächsten Welt kommen. Man kann hier übrigens dann auch ein bisschen fliegen, weil man sieht hier am Schatten, wo Banjo langläuft. So. Wusstest du, dass Grundhilda ein Sapperlätzchen unter ihrer Hexenkluft trägt? Interessant. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Waldi hieß. Ja, jeder deutsche Hund heißt Waldi. Jeder Dackel. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band. Grundis Schürzenjäger. Schreckliche Musik. Ach, das hört sich doch eigentlich ganz nett an. Ah, jetzt poppt hier mein Virenschutz auf. Auch schön. Allerdings nur wegen dem Update. Nicht wegen dem Emulator oder sowas. So, übrigens, wenn ihr die erste Folge seht, beziehungsweise auch das Emulator-Video und so weiter, habe ich bereits das halbe Spiel durchgespielt und auch aufgenommen. Ich bin nämlich momentan noch ein bisschen am Vorproduzieren. Oh, wo geht's denn hier lang? Guck mal hier. Oh, ich hör doch schon was. Ach! Ach, guck mal einer an. Hier geht's zur nächsten Map, die wir bereits, da wir 15 Puzzleteile momentan übrig haben, freischalten könnten. Machen wir aber nicht. Aus einem guten Grund.
Denn ich würde gerne alle Maps durchspielen, komplett, damit ihr auch am meisten, damit ihr auch ein bisschen was zu sehen bekommt. Beziehungsweise das ganze Spiel auch kennenlernt. Ihr seid Walretter, ein dürrer Vogel und ein Bär, ein Fetter. Danke. So, übrigens, wir müssen schauen, dass man relativ viel Luft, also man kriegt auch immer Luft pro Honigwabe, die wir haben, beziehungsweise pro Leben haben wir auch einen Luft zur Verfügung. Was jetzt bei der jetzigen Welt dann dementsprechend sehr, sehr wichtig wird, denn es wird sehr viel getaucht, was mir nicht wirklich in die Karten spielt, denn ich hasse Tauchen in dem Spiel. Die Steuerung unter Wasser ist so lala, würde ich es ja nennen wollen. Ausgereift ist was anderes, beziehungsweise leicht zu steuern ist was anderes. Ausgereift ist eigentlich. So, oben haben wir bereits was gesehen. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden. Der ist gut versteckt. Na, danke. Guck mal, da oben ist ein Schädel. Da kommen wir aber gerade noch nicht hin. So, okay. Wie gesagt, das Ding wird hauptsächlich unter Wasser stattfinden. Das ist auch ein bisschen schwerer jetzt wieder von den Gegnern unter anderem her. Wir haben wieder die Krabben, aber die kennen wir ja bereits. Die machen uns nach wie vor... Ja, das Leben so ein bisschen schwer zumindest. Oder sie probieren es zumindest. Sind aber natürlich arschlangsam. So, ein bisschen viel klettern. Es ist so eine Art... Ja, so eine Art Abwassersystem von Grundhilda. Also hier läuft der ganze Dreck runter. So, hier haben wir das Problem. Genau das ist das Problem. Ja, so kann man sie besiegen. Ist ein bisschen schwierig. Es funktioniert teilweise auch mit einer Rolle. Und teilweise sind die so blöd versteckt. Also ist ein bisschen Vorsicht geboten bei den guten Kollegen hier. So, goldene Feder. Neues Item. Ihr Glückspilze, ich bin eine goldene Feder der Unverwundbarkeit. Bottles weiß mehr. Das ist der neue Move, den wir hier kriegen können. Unverwundbarkeit mit goldenen Federn, allerdings gibt es davon nicht so viele. So, Schädel Nummer 12 mittlerweile. Ich hoffe, in dieser Welt gibt es aber, glaube ich, ein... Oh, in dieser Welt gibt es einen Mumbo-Schädel in dieser Welt. Also wir haben mittlerweile nämlich einige. So, die Noten brauchen wir logischerweise alle. Ja, mit ein bisschen Übung geht es eigentlich sogar. Ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Man muss nur aufpassen. Die werfen einen gerne mal auch hier vom Rohr dann dementsprechend runter. Was dann natürlich fatal wäre. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken, mein Hals ist schon ganz rau. Ich habe übrigens heute schon ein bisschen was aufgenommen. Das heißt ein bisschen was, 7 Days to Die unter anderem. Guck mal, Kollege Jinju. Ich muss mal ganz kurz, oh, mein Mauszeiger ging auch übrigens wieder im Weg rum. Sorry, ich denke da nicht dran. Ich weiß gar nicht, ob man zieht in der Aufnahme. Ich glaube aber ja, sorry dafür. So, hier ins Wasser kann man reinfallen. Da passiert letztendlich nicht viel. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, haben wir alles. Da unten liegen nur Eier. Die müssen wir Gott sei Dank jetzt nicht einsammeln. Wir haben mehr als genug. Und hier geht es dann weiter. Oder ist hier noch irgendwo ein Mumuschädel? Nee. Also es gibt nach wie vor auch wieder die Verstecke. Und jetzt heißt es halt tauchen. Tauchen ist so eine Sache für sich. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass mir die Luft ausgeht. Die Noten zu kriegen ist mega heavy. Weil wenn er halt einmal mit B unterwegs ist, der Gute. Ah, guck mal, da vorne blitzen mich schon die Zähne an. Aber keine Panik, alles wird gut. Alles wird gut. So. Mit A kommen wir halt echt langsam vorwärts. Bzz, ich bin Klanker, der Müllzerkleinerer der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Okay, wir sind also praktisch ja im, ja, wirklich im Abwassersystem. Klanker, der ja, Metallhai, Müllschlucker, riesengroßer Hai aus Metall. Den wir letztendlich, ja, jetzt erstmal aus dem Wasser lassen müssen, damit er atmen kann. Wie machen wir das am besten? Der ist festgekettet unten. Das werden wir gleich sehen. Tauchen. Unter anderem. So, dann kann der Gute nämlich auftauchen, dann kann er ein bisschen atmen und wir kommen an Puzzleteile ran. Beziehungsweise, logischerweise ist die Belohnung ein Puzzleteil. Ist jetzt nichts Neues, glaube ich. Übrigens, es gibt hier auch Luftblasen, die, wenn man die einsammelt, wieder Luft zurückbekommt. Muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem hier ist die Steuerung jetzt, dadurch, dass das eine enge Höhle ist, ist die Steuerung hier extrem assi. Also die Steuerung, da hat echt keiner... Guck mal hier. Da hat mir echt keinen Gefallen... Ja. Sieht man es vielleicht? Guck mal hier. Die Luftblasen hier vom Fisch, die platzen übrigens auch. Und hier unten ist irgendwo ein... Irgendwo ein Reg... Hier.
Da müssen wir jetzt dementsprechend durchtauchen. So. Und nochmal durchtauchen. Das lockert letztendlich die Kette. Die hatten wir jetzt leider nicht richtig gesehen. Ich möchte aber ungern jetzt wieder auftauchen. So, das war's. Blub, blub. Ich heiße Glob. Und bin ein Goldfisch. Das hat aus irgendeinem Grund abgebrochen. Bitte fragt mich nicht, wieso. Ah, und Planka ist aufgetaucht. Wir haben ein Puzzleteil, das wir uns jetzt nur noch holen müssen. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Danke. Das werden wir uns gerne holen. Man muss übrigens aufpassen. Ich glaube, wenn die Luft weg ist, gehen nicht mal die Honigwaben weg, sondern man stirbt, glaube ich, gleich sogar. Also da ist echt Vorsicht geboten. Und wie man gesehen hat, wir haben unten leider auch noch, ja, Noten, die wir jetzt zwangsweise einsammeln müssen, plus den Jinjo, den wir noch unten haben. Allerdings eins nacheinander. Das mit den Luftblasen ist eher, ja, schwierig, die zu treffen. Es ist wirklich, es gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Gerade hat es relativ gut geklappt, Gott sei Dank. Man muss echt aufpassen, dass man hier unten nicht erstickt. Das passiert leider extremst schnell. Und die Noten sind leider auch schwierig zu kriegen. Ja, hier beispielsweise schon mal verfehlt. Und jetzt brauche ich eigentlich schon dringend Luft. Ja, wir tauchen nach oben. Sicherer, hoffe ich, dass wir es rechtzeitig schaffen werden. Also tauchen ist echt in dem Spiel nicht meins. Oh, Gott sei Dank. Wir können uns aber schnell mal das Puzzleteil holen, bevor wir jetzt gleich wieder nach unten gehen. Der schwimmt letztendlich, er schwimmt so ein bisschen hin und her, der Gute. Und so können wir letztendlich auf ihn... Ich nutze immer die falsche Taste, dabei will ich doch nur den Hühnerlauf machen. Und so kommen wir auch an, ja, unter anderem an die Noten ran, wenn was er denn trifft, mal wieder. Und er bewegt auch den Schwanz, also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht runterfällt. So, bingo. Aber erste Puzzleteil, Hammer im Sack. Also, man sieht jetzt, wir haben bereits... Bzzz. Meine Zähne tun weh. Hab zu viel Müll gefressen. Bitte helf Klanker. Nächster Hinweis auf das nächste Puzzleteil. Werden wir auch logischerweise machen. Sammeln jetzt aber erstmal hier die Noten ein. Hier die 100 Noten zu kriegen, ist halt echt ein bisschen komplizierter. Kriegen wir aber gebacken. So, wir probieren nochmal. Wir tauchen nochmal runter. Wir haben ja den Jinjo noch. Wir haben die Noten noch. Wenn ich Glück habe, bin ich wieder genau beim Fisch, so wie am Anfang. Kann ein bisschen unten Luft schnappen. Wenn nicht, da haben wir den Fisch ja gerade gar nicht gesehen. Kann auch vorkommen. Also die Kameraperspektive lässt sich hier unten leider nicht einstellen. Da ist er doch. Und deswegen ist es echt schwierig. Da, bingo. Das ist schon mal hilfreich. Bingo. So, jetzt heißt es wieder mit A. Er ist halt extrem... Es müsste noch so ein Zwischending geben zwischen B und A. Mit B ist er zu schnell, mit A ist er zu langsam. Der gute Banjo. Na, na. Bingo, Treffer. Ja, ja. Ah, die Kameraperspektive macht mich fertig. Ich glaube, wir haben alle. So, Jinjo. So, hier unten ist praktisch nur der Anker. Das war's jetzt, was wir unten haben. Gott sei Dank. Jetzt geht's wieder nach oben. Wir haben alle Noten gekriegt. Oh. Ich sage euch, das ist echt nicht einfach, weil man nicht weiß, wenn man unterm Hai irgendwie hängen bleibt und nur noch eine Luft hat. Man ist, glaube ich, wirklich tot. Sobald er eben... sobald wir keine Luft mehr haben. Also da wird nicht irgendwie noch die Honigwabe abgezogen, sondern man stirbt einfach. Problem ist, wenn man stirbt, ist man tot. Das ist richtig. Und man darf dann von vorne anfangen. Oh, wir haben zwar... So, Federn. Die werden wir dann später noch brauchen, was wir jetzt einmal machen können. Klanka hat sie ja gerade beschwert. Hier, guck mal. Klankas Zahn. Tut weh. Falsche Taste. Richtige Taste. Die man mit Eiern rausschießen kann.
Also sein Zahn. Da haben wir. Man muss nicht genau den Zahn treffen, aber so ungefähr. Und dann fällt dieser Zahn raus. Und dann kriegen wir letztendlich das nächste Puzzleteil. Guck, hier haben wir es schon. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Klanga hat die Belohnung verschluckt. War klar? Ja, wir sollen logischerweise in sein Maul rein. Meine Begeisterung hierfür hält sich allerdings in Grenzen, wie man sich vorstellen kann. Kommen wir hinter Benjo? Ja, kommen wir. Guck mal hier. Bingo. Ah, dieser Zahn tut nicht mehr weh. Alles ist wieder gut. Haben wir doch gern hin. So. Bingo, wir können jetzt in die Zahnlücke auch reinfliegen. Das heißt, wir können in Klanka rein. Guck mal, hier haben wir beispielsweise auch wieder einen Schädel. Ist nur Vorsicht geboten. Der hat einiges an Krabben, Bakterien, anderen Gedöns verschluckt. Seine Zunge, da können wir auch noch tauchen. Na komm, wir holen uns mal die zwei. Ja, bingo. So, tauchen werden wir dann auch noch. Wir holen uns jetzt aber erstmal hier noch das Puzzleteil. Beziehungsweise, oh, es ist hier. Nein, nein. Ja, jetzt hatte ich's. Das gibt's doch nicht. Wieso verwechsel ich da auch die Taste? Das ist mir doch vorne, das ist mir beim ersten auch nicht passiert. Kommen wir auf die andere Seite irgendwie? Ich glaube ja. Oder? Kommen wir da hoch irgendwie? Würde gerne an den Zahn ran. Nee, kommen wir nicht. Nur von außen. Okay, dann müssen wir auf der anderen Seite mal rumtauchen. Aber wir tauchen jetzt erstmal hier durch. Man muss aufpassen, diese Dinger hier, die schlagen aus, wenn man in die Nähe kommt. Man muss da echt sich seitlich halten. Machen auch ordentlich Damage. Und jetzt sind wir dann beim ersten Minigame, wo man durch diese Ringe durchfliegen muss, wie man schon sieht. Damit man Punkte bekommt und für diese Punkte kriegen wir am Ende ein Puzzleteil. Auch tauchen und so weiter und so fort. Ich glaube, Klanga muss dazu ganz auftauchen, kann das sein? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, dass man da auch irgendwie durchschwimmen musste. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, man musste durchfliegen. Ich glaube, Klanga kann auch ganz auftauchen sogar. Bin ich zumindest der Meinung. Müssen wir mal gucken. Wir tauchen jetzt erstmal hier in die Seiten noch rein. Also wir haben noch ein bisschen was. Übrigens, es sieht relativ unappetitlich auch in dem guten Mann aus hier. So, hier wichtig auch wieder alle Noten mitzunehmen, die wir hier haben. Nicht, dass wir irgendwo eine ignorieren. Ah, hier geht's raus aus ihm. Dann können wir auf der anderen Seite in den Zahn rein, also das andere, ach, in den Kiem kommen wir raus. Okay, auf der anderen Seite rein, das müsste sogar die richtige Seite sein und wir können uns hier jetzt das Puzzleteil holen. Na, nicht tauchen. Nicht tauchen. Böser Benjo. Ganz böse. Guck mal hier. Bingo. Ja, sehr schön. Puzzleteil Nummer 2 haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Vielen herzlichen Dank. So. Lass mir den Ring. Müssen wir ihn nochmal. Müssen wir die Kette noch weiter lösen? Klappt noch. Hier an der Seite vorbei, bitte. Ich glaube, wir müssen die Kette nochmal lösen. Bin mir aber unsicher. Übrigens, auch Kamera drehen wieder sehr sinnvoll. Da oben kommen wir aber gerade nicht ran. Wo müssen wir denn hier? Können wir die Kisten zerstören? Ich glaube aber nicht. Also mit einem. In der Kopfnuss. Nee, können wir nicht. Ja. Und wir haben nämlich jetzt ein paar Minuten Zeit, um die Ringe dementsprechend. Oder ein paar Sekunden Zeit, um die Ringe abzuarbeiten. So, von da kam er. Da kam er raus. Da. Aber da kommen wir nicht hoch. Da müssen wir durch die andere Kieme müssen wir da rein. Okay, wir gehen mal wieder durch die Kieme raus. Man kann irgendwie, glaube ich, nach oben rein. Ja, wir haben... Was? Wir haben noch 21 Sekunden Zeit? Wieso kam gerade diese Loser-Melodie? Was ist da los? So, durch seine... Durch das Auftauchen und durch den Flügel hier kommen wir... Das gibt's doch nicht. Verwechselt echt die Tasten. So,
Was wir ja noch haben, ist hier sein Blaseloch. Wo wir unter anderem ja hochgeschleudert werden. Und siehe da, vor uns liegt das nächste Puzzleteil. Und man kann auch durch das Loch logischerweise in ihn wieder rein. Also er hat mehrere Löcher. Mir gefällt das gerade nicht, wohin sich dieses Gespräch gerade entwickelt. Aber durch die kann man in ihn rein gehen. Ich möchte nichts weiter dazu sagen, aber so ist es. So, man kann hier die Kamera... Hier hat man ein bisschen mehr Freiheit, die Kamera zu drehen. Was ganz praktisch ist, weil sobald die Kamera hinter Banjo ist, ist es halt mit dem Laufen einfacher. Natürlich, wenn sie genau hinter ihm ist, ist es noch einfacher. So zum Beispiel. Dann läuft er nämlich immer geradeaus. So. Next Puzzleteil. So. So, da ziehen wir hinten der Schwanz. Da ist auch nochmal eine Plattform. Hier ist nochmal eine oder Plattformen. Guck mal, da leuchtet uns ein extra Leben an links. Da sind auch nochmal zwei Fenster und ein Rohr, was man hochklettern kann. Hup. Wunderspringen können wir. Und wir haben auch noch hier einige Eingänge und Rohre an den Seiten. Ich würde allerdings sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal, ob wir zwei oder drei Folgen brauchen, um hier alles abzuarbeiten. Ich könnte fast auf drei tippen. Das war's dann für die Folge von Banjo-Kazooie in Klunkers Cavern. Ja, dem Müll oder dem Abfall von Gruntilda. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.